Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Wir haben neue Karten im NHL 2030, The Future of Hockey. Da gab es neue Karten und das Ganze wird heute präsentiert vom Trikot der Kölner Haie. Hinten drauf ist die Nummer 10. Mit dem Namen Christian Ehrhoff. Ich habe dieses Trikot damals, als der Wechsel von Christian Ehrhoff zurück aus der NHL zu den Kölner Haien bekannt gegeben worden ist, war ich gerade im Fitnessstudio auf dem Laufband, habe dort dann direkt von da aus im Fanshop der Kölner Haie angerufen und wollte ein Trikot und die war so überfordert, die hat gar nicht gewusst, dass der überhaupt dahin gewechselt ist. Ging aber dann trotzdem klar, deswegen habe ich dann dieses Trikot mir bestellt. Kurze Fakten noch zu Christian Ehrhoff, wer ihn nicht kennt. Er wurde 2001 an 106. Stelle von den San Jose Sharks gedraftet, war dann von 2003 bis 2009 auch bei den San Jose Sharks, danach 2 Jahre bei den Vancouver Canucks, dann hat er einen 10-Jahres-Vertrag bei den Buffalo Sabres unterschrieben, nach 3 Jahren wurde der Vertrag aber ausgekauft, dann war er noch 1 Jahr bei den Pittsburgh Penguins und in der Saison 15-16 ist er dann ein bisschen hin und her getingelt zwischen LA, den Ontario Reign in der AHL und den Chicago Blackhawks, ehe er eben dann 2016 nochmal 2 Jahre zurückkam zu den Kölner Haien. Größten Erfolge von ihm waren 2003 die deutsche Meisterschaft bei den Krefeld Pinguinen. 2011 war er im Finale dort gegen die Boston Bruins mit Dennis Seidenberg verloren. Und 2018 hat er die olympische Silbermedaille mit Deutschland geholt. Er kommt auf insgesamt auf über 800 NHL-Spiele. Und ja, ist sehr cooler Typ. Da habe ich noch eine kurze Geschichte dazu. Ich hatte ja letztes Mal mein George the Ruck Pittsburgh Penguins Trikot an. Diese Geschichte schließt eigentlich genau darauf an, zum gleichen oder zum nächsten Tag von dem Spiel gegen die Ottawa Senators, wo wir waren, war dann ein Tag dazwischen frei und wir haben dann uns gedacht, ja, ziehen wir mal unsere DL-Trikots an und laufen ein bisschen rum. Also immer wenn wir in Nordamerika sind, haben wir unsere DL-Trikots an, damit mal einfach ein bisschen auffällt, auch im Stadion. Man wird oft angesprochen, weil viele, wenn zum Beispiel mit einem Steven Rheinprecht durch Denver läuft, dann kennen den noch manche, von dem haben wir unsere DL-Trikots immer an. Jedenfalls waren wir dann auf dem Weg gerade von dem Supermarkt zur Mellon Arena und unsere Trikots eben. Dann höre ich hinter uns, guck mal, da laufen 2 Nürnberger. Dreh mich so um, stehen Thomas Greiß, Marcel Gotsch und Christian Ehrhoff hinter uns, die am nächsten Tag in Pittsburgh mit den San Jose Sharks in Pittsburgh gespielt haben und halt dann auch ein bisschen auf Sightseeing waren. Das ist dann ganze ausgeartet zu einer kleinen Impromptu-Autogrammstunde. Ich hatte dann bloß so eine Ansichtskarte von Pittsburgh da und einen Kugelschreiber, also nicht mal was, um auf ein Trikot unterschreiben zu lassen. Und die haben dann auf alle drei auf dieser schöne Stadt Pittsburgh unterschrieben. Und ich sag noch so aus Spaß, jetzt habt ihr einen Vertrag bei den Penguins unterschrieben. Und komischerweise ein paar Jahre später war dann irgendwie, also auf jeden Fall Christian Ehrhoff und auch, glaube ich, kurz Marcel Gotsch dann wirklich in Pittsburgh und hat dann unterschrieben. Aber das war's davon. Wir haben neue Karten aus der Fantasy, hier aus der Serie NHL 2030. Den Anfang hier macht Logan Stanley. Er ist ein rechter Verteidiger von den Manitoba Moose. 2,1 Meter groß mit 105 Kilo mit der Barrage-Synergie. Ja, der Schuss ist nicht wirklich überragend. Deking bei 77 ist auch nicht wirklich toll. In der eigenen Zone ist er super, aber selbst da wäre er mir zu schlecht, um, auch wenn ich den mit dem schnelleren paaren würde. Barrage ist okay, aber der Schlag wird auch nicht wirklich groß besser, also davon kann ich abraten. Den nächsten haben, der war zuletzt bei den Eisbären Berlin, im Training zumindest, von den Swamp Rabbits, Jacob Ingham, ein Goalie, 85er Kader, 1,93 groß, 86 Kilo mit der Swarm-Synergie, zweimal sogar. Ja, die Karte ist eine durchschnittliche 85er Karte, also nichts Besonderes jetzt. Als Backup vielleicht gut, wenn man eben den Schwarm aktivieren möchte. So, als nächstes haben wir hier Liam Foudy von den Columbus Blue Jackets, hier noch im Trikot der London Knights. Ein Center, eine 86er Karte, 1,85 groß, 82 Kilo. Mit 82 am Face-Off ist er kein wirklicher Center. Er ist aber verdammt schnell mit 89 Geschwindigkeit, 89 Beschleunigung vor jeder Synergie. Aber Heart and Soul ist halt nichts, was man jetzt wirklich aktivieren will. Dazu sind die Hände auch noch schlecht, der Schuss nicht wirklich toll und in der eigenen Zone mit 79 Bodychecking auch nicht wirklich toll. Also von dem kann ich echt abraten.
Dann von den Tampa Bay Lightning der Sohn von Adam Foote, Cal Foote, eine 86er Karte, linker Verteidiger. 1,91 groß, 100 Kilo mit zweimal Verteiler. Die Karte ist an sich nicht schlecht, die Hände sind ein bisschen mickrig, der Schuss ist auch nicht wirklich toll, was halt hier wirklich wertvoll ist, dass er eben zweimal Verteiler hat. Macht ihn zwar nicht wirklich besser, aber um irgendwie zu ergänzen, dass man noch eine zweite Synergie aktiv kriegt, macht es auf jeden Fall Sinn, den reinzustellen. Aber halt nur so im dritten Verteidigungspart dann. So, der nächste ist Eli Tolvanen von den Nashville Predators, ein rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 87 Kilo. Ich sag mal, für das sind nicht mal 1,80, es müsste eigentlich schneller sein, aber 85 Beschleunigung, 83 Geschwindigkeit ist nicht so ganz so toll. Der Schuss ist eigentlich gut, die Hände sind auch gut. Defensiv auch nicht wirklich toll. Zweimal Spark ist super, eben, um eben, falls man die Synergie noch aktivieren will. Also für die vierte Reihe auf jeden Fall, wenn man zweimal Spark braucht, auf jeden Fall eine Empfehlung. Als nächstes haben wir von den Winnipeg Ice heißen die, Peyton Krebs, ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 82 Kilo. Der Schuss ist nicht wirklich überragend, die Hände sind gut, auch defensiv nicht wirklich überragend, Geschwindigkeit ist okay soweit mit zweimal Schwarm. Ja, auch so ein klassischer Lückenfüller eben, um den Schwarm zu aktivieren. So, weiter geht es. Ich muss mal eine schlaue Liste gucken mit Marco Rossi. Marco Rossi von den ZSC Lions aus Zürich. Ein Center mit 81 am Faceoff ist es nicht wirklich. Falls man wirklich Heart and Soul aktiviert kriegt, dann geht er beim Faceoff auf 85 hoch. Was online wirklich toll ist. Also unter 87 würde nichts spielen lassen. Die Beschleunigung und das Skating sind gut. Der Schuss ist auch gut. Hände sind auch gut. Defensiv in der eigenen Zone bei 1,75 nicht ganz so top und halt Heart and Soul. Also ich wüsste nicht, wo ich den spielen lassen würde, um diese Synergie zu aktivieren und auch keine Synergie, die man braucht, von dem her nicht unbedingt eine Empfehlung. Dann haben wir von den Toronto Maple Leafs Nicholas Robertson, ein Center, 88er Karte, er ist 1,75 groß und hat 76 Kilo mit zweimal Balanced. Also als Center mit 88 ist okay, kann man ihn spielen lassen, find dafür zwar ein bisschen klein, aber für mich ist er eher ein Flügelspieler mit 90 Beschleunigung und 89 Geschwindigkeit. Der Schuss ist auch gut, die Hände sind gut, defensiv, na klar, bei 1,75 haut er da keine Leute aus der Verankerung. Balance, ich habe die Synergie aktiviert, finde die ganz gut. Ist aber meiner Meinung nach hier fast die falsche, weil es eben halt auf Sachen geht, wo eh schon bei 91 sind und Handgelenkschuss eh bei 95. Klassischer Lückenfüller, kann man nicht anders sagen. Sorry, aber ist so. So, dann von den Wilkes-Barre Grand Penguins. Pierre-Olivier Joseph, ein rechter Verteidiger, eine 88er Karte. 1,88 groß, 73 Kilo mit zweimal Verteiler. Also von den Stats her ist der ähnlich wie Paul Coffey. Durchweg, der hat auch 90-90 Defensive Awareness, der Schuss ist auch bei 90 ungefähr. Also wie Paul Coffey, nur halt eben mit zweimal Verteiler, was ihm meiner Meinung nach eben auch wertvoll macht, weil man eben eine Position einspart und dann eine andere Synergie aktivieren könnte. Zumal Paul Coffey noch Deep hat, die man nicht wirklich aktivieren will. Die vergleichbare Karte wäre noch der Werenski aus dem Weihnachtsgeschenk, das es gab. Aber da würde ich eher den Werenski spielen lassen mit halt nur einmal Verteiler als den hier. Aber um eben die Synergie zu aktivieren, auf jeden Fall eine sehr gute Karte. So, wen haben wir noch? Hier den 89er Carter Hart von den Philadelphia Flyers, ein Goalie. 1,88 groß, 82 Kilo mit zweimal Barrage. Durchweg eine 90er Karte ist echt gut, auch von der Größe her ist okay, nicht zu groß, nicht zu klein. 82 Kilo ist ein bisschen schmächtig, da ich sehe es bei meinem Dustin Wolf, der ist auch teilweise zu schmächtig und kassiert dann die Teile an der Seite rein. Also als Zeug zu Nummer 1 hier hätte auf jeden Fall, aber ob man jetzt Barrage so wirklich braucht, um es zu aktivieren, glaube ich jetzt fast eher nicht. Also wenn ich ihn ziehen würde, würde ich ihn verkaufen, sagen wir so. Als nächstes von meiner Avalanche, Samuel Girard, ein rechter Verteidiger, eine 89er Karte, 1,78 groß mit 73 Kilo. Der stand schon live vor mir in Zivilklamotten und ich habe echt mir gedacht, so Junge, bitte ess was. Ja, die Karte an sich ist echt gut, also mit 90 Beschleunigung, 90 Geschwindigkeit, die Hände über 90, Defensive Awareness und Stick Checking über 90, der Schuss ist auch
auch gut soweit, aber halt mit 1,78 und 73 Kilo checkt er halt keinen vom Puck weg mit, bei 81 Bodychecking. Ich könnte mir den ganz gut vorstellen, wenn man einen langsamen Brockenverteidiger neben ihn stellt, wie jetzt halt, Brent Burns zum Beispiel, der ist ein rechter Verteidiger, der ist ein linker Verteidiger, ne, ein rechter Verteidiger. Da macht es dann schon wieder Sinn und auch eben um Schwarm zu aktivieren, das ist bei ihm auch wirklich gut, das bringt was. Also den würde ich gerne ausprobieren. Ich habe gerade schon geguckt, was er im Auktionshaus kostet. Also 150.000 waren gerade. 500, 320. Ah, ging schon hoch. Ich würde auf jeden Fall warten, bis der Preis runtergeht. Also 150 wären okay dafür. Aber alles, was drüber geht, muss nicht sein jetzt. So, und den Abschluss des Highlights des Tages macht unser deutscher Vertreter, der auch sein erstes NHL-Tor in seinem zweiten Spiel an seinem 19. Geburtstag geschossen hat. Hier steht noch 18, okay. Tim Stützler, 90er Karte, 1 Center, 1,80 groß, 75 Kilo. Mit 88 am Faceoff ist natürlich als Center echt gut geeignet. Der Schuss ist überragend. Die Hände sind auch bei 90 alle durchweg. Defensiv ist auch super. Und mit zweimal Blitz, also echt einen, wo ich mir auch überlege, den mir zu holen. Beschleunigung geht auf 93 hoch, mit Verteiler geht dann nochmal die Geschwindigkeit auf 92. Ein Center muss nicht so schnell sein und ich würde ihn definitiv als Center spielen lassen. Vielleicht im Powerplay an der blauen Linie sogar oder eben am Flügel. Macht auf jeden Fall, also ist eine gute Karte auf jeden Fall. Schauen wir mal, was der so kostet. Der wird wahrscheinlich 500 aufwärts sein. Ja. Immer Wahnsinn, dass da schon so viele Spieler drin sind, gleich nachdem der rauskam. Also, ich sag mal, für 350 würde ich zugreifen. Alles, was drüber ist, ist dann schon echt. Also, 59 ist übertrieben. So. Es gibt noch zwei, drei Primetime-Spieler, die empfehle ich ja nochmal nicht, weil da eh jeden Tag welche rauskommen. Aber es gibt auch so zwei, drei, die dabei sind. Die 389. Karte von Oliver Ekman-Larsen. Eine 90er-Karte, rechter Verteidiger, 1,88 groß, 91 Kilo mit Gladiator und Workhorse. Ist natürlich eine geile Synergie. Also die Karte kann ich echt empfehlen mit 91 Geschwindigkeit und das ist vor Blitz. Das heißt, der geht auf 95 Beschleunigung hoch und mit Verteiler nochmal auf 92 Speed. Hände sind fast bei 90 oder im Schnitt bei 90. Echt eine geile Karte. So, und dann haben wir noch, der war noch eine Empfehlung von mir, von meiner Avalanche, 89er Gabriel Landeskog, ein rechter Flügelspieler, Normalspieler, also meistens Spieler bei uns Center sogar, aber hier ist er als rechter Flügelspieler deklariert, 1,85 groß, 97 Kilo mit Lampenknipser und Flügelmann. So ist die Karte eigentlich noch nicht so toll, wenn man beide Synergien aktiviert hat, dann zu noch den Blitz dazu, dann ist er bei 92 Antritt mit Verteiler bei 88 Geschwindigkeit, was okay ist. Wie gesagt, ich sehe ihn eher als Center, aber den, wenn ich ihn ziehen würde, würde ich ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Wahrscheinlich auch unbezahlbar. Ja, so alles unter 100.000 ist da eigentlich in Ordnung. Also, ja, 90 ist so realistisch für diese Karte. Na, vielleicht kaufen wir den nachher noch. So, mehr Neues haben wir heute eigentlich gar nicht. Morgen ist Dienstag. Gibt es morgen noch irgendwas Neues? Die Belohnungen gibt es auch was? Nein, also morgen auch aktuell nichts, das ansteht. Aber ich werde mich wieder melden auf jeden Fall. Werde mir ein neues Trikot raussuchen. Wie gesagt, heute Kölner Haie. Werde mir ein neues Trikot raussuchen und werde dann wieder für euch hier online sein. Denkt dran, immer meinen Kanal zu liken, zu abonnieren. @NitroECWGaming, auch auf Instagram und natürlich auf YouTube. Das Video ist hier auf Twitch live. Kommt nachher auch live auf also als Aufzeichnung auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch was. Tschüss.